Was geht ab, Leute? Wir sind hier live aus Paderborn zusammen mit Floyd und wir testen heute Influencer-Produkte und das ist einfach normal hier, ich weiß auch nicht. Die haben auch, by the way, gestern haben die Erika gespielt. Die sind über die Straße gelaufen und haben das Lied Erika gespielt. Und ist hier normal? Das fand ich, ist hier normal. Gut, Jungs und Mädels, folgendes. Wir werden jetzt ein bisschen durch Paderborn steppen und wir suchen jetzt gleich einen Rewe oder so und fangen dann schon mal an, ein bisschen hier über den Tag verteilt verschiedene Produkte zu testen. In erster Instanz, wir holen uns jetzt ein bisschen so Produkte bei Rewe oder so oder Edeka. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was wir dann so testen und danach essen wir noch ein Dönerchen oder so, ein ZD. Ja, willst du unbedingt einen Döner, ja? Nee, muss nicht. Worauf hast du mehr Lust? Ich hab, keine Ahnung, Burger wäre auch schon richtig geil, muss ich sagen. Nicht wieder Berlin-Döner? Nee, der war wirklich nicht geil. Hast aber wurde der mir empfohlen? Der ist da hinten, glaube ich, ne? Der ja, war ja, da war ich, da war ich ja letztes Mal, als ich letztes Mal in Paderborn war, habe ich den auch probiert einfach, ne? For obvious reasons. Ja. Und der war, also die Idee, geil. Ja, also doch, der ich erinnere mich, glaube ich. So von allem her ist es auch wie ein Berlin-Döner, aber er schmeckt absolut nicht wie ein Berlin-Döner. Ja, und der war auch teuer, glaube ich, ne? Ja, der war auch echt relativ teuer. So, hier ist das Paderborn-Shirt out of 10. Ist schon schick. Ja. Aber so, also wir haben schon, also da wird es jetzt hageln an Kommentaren. Oder vielleicht auch einfach gar nicht. Ja, vielleicht auch gar nicht. Vielleicht auch gar nicht, aber Paderborn ist so die egalste Stadt der Welt, würde ich sagen. Ich finde Hannover noch egaler. Ja, aber das, was ich von Hannover gesehen habe, war einfach interessant, würde ich sagen. Okay. Also, ich war bisher nur am Hauptbahnhof, aber das sah wesentlich so aus, als wäre es noch so eine junge Stadt einfach, die relativ groß ist. Und hier ist halt einfach so... Ich finde halt egal ist so ein bisschen... Oh. So ein Standard-Skin von der Stadt, würde ich Sophie, sagen. Sophie, danke für den Raid. Dankeschön. Wollen wir gerade hin? Wir gehen zum Rewe, um die Sachen zu testen. Oh nein, die sind schwierig. Ach, Digga. Du führst uns aber wirklich ja, immer aber wieder der will. Matt zur will Parade. Hier willst du jetzt rüber? Das müssen Achso, wir. Ja, müssen wir machen. Also hinter den Grünen schaffen wir es. Ja, ja. Jetzt kracht's komplett. Da sind tatsächlich sogar mal Frauen. Ausnahmsweise mal. Schön. Guck mal, die trinken da Bier einfach. Da wird sich die Parade angeguckt und ein Bierchen getrunken. Was eins live. Können wir da geradeaus? Hast du geschaut? Ja, ja. Geil. Ja. Oh mein Gott, war das aber, laut. Mein Ohr. Ist das. Gut, also. Dann gehen wir mal rein. Oh, das ist unfassbar angenehm kalt hier. Ja. Hi. Oh Gott. So. Okay. Schon mal direkt mit einem lauten Empfang hier angekommen. Ich hoffe, dass die Verbindung stabil bleibt, Chat. Wir müssen mal Bescheid geben. Hoffe nicht, ich hoffe, es bricht ab. Haben wir hier schon mal irgendwas, was wir kennen? Also ich kenne 360. Damit steht und fällt natürlich Udo, nee, Udo Duck wird es nicht probieren, ne? Das würden oder? Wir dann, wenn überhaupt gleich, oder? Der andere Rewe in Paderborn ist viel größer. Waiting nice. For Network steht jetzt hier schon. Oh, unfassbar, also wirklich nur, also gar kein Internet. Nein, echt? Wo denn? Achso, ich? Stimmt. Ich habe auch kein Netz. Nein, oh Gott. Und raus. Was war's? Schade. Und wieder raus. Aber mal nice try. Gut. Wie hat das denn? Wie gut war das? Was war ja der Hammer. Was passiert eigentlich gerade? Sind wieder da, Chat. 1 für ja, 2 für nein. Ja, dann gibt es ein Kaufland in der Nähe. Aber im Kaufland wird man, glaube ich, auch keinen Empfang haben, sage ich. 1,2 Kilometer weg. Julia hat ein Bit noch rausgehauen. Nein, in der Flasche, Floyd. Wer holt denn Cola Zero in der Flasche? Was ist falsch? Was? Was ist denn aus falsch? Aus der Dose. Du hast aus der Flasche. Ach, gab's da eine Dose? Chat. Zicker. Was? Soll ich erst nicht gesehen haben. Oh Mann, er und er selber holt sich aus so einer schönen Dose eine Paulaner Spezi. Soll ich nochmal reingehen? Du hast ja einen Rucksack. Och Mann. Soll ich nochmal reingehen? Oh, ich hab mich jetzt so drauf. Dann trinke ich jetzt aus der Flasche. Na, perfekt. Da passen wir safe zu zweit drauf. Ich kann, guck mal, wie viel Platz das hat er. Ist wirklich auch, also das ist auch nicht legal, Phil. Klar, natürlich. Wo steht, dass du nicht zu zweit fahren darfst? Sicherlich in den AGB. Zu 1000. Aber ist das legal, Chat? Aber wenn du drauf, wenn du so ein... ich bin schon mal on stream mit zwei Leuten auf einem gefahren. Ja? Ja. Dir darf halt nichts passieren. Das ist generell die Regel. So. Du darfst auch besoffen Auto fahren. Darfst du nicht. Nein, darfst du nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oh. Oh Gott, Hör mal. Er müsste genau... Da ist er. Da. Nein, wir werden nicht aufklettern, es ist nicht so schwer, das hä? Das ist eine Katastrophe. Bro, wir haben sogar hier richtig langen Weg um... der steht ja schon ein bisschen länger. Der steht hier schon sehr lange. Du kannst Glaubst du, den wird gleich immer nehmen? Ich sag, der wird gleich genommen werden.
So, dreh mal um. Aber wir fahren zu einem anderen und dann fahren wir zu Ja, genau, okay, aber okay. Wir müssen einen finden, sag ich mal. Einen ja, Leim. Der ist hier. Da ist noch einer. Ja, aber Leim brauchen wir. Tier habe ich nicht. Ach so, ja, dann musst du nachschauen, wo einer ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich würde diese Roller, ich weiß, viele mögen das nicht, aber das ist immer mein persönliches Highlight, wenn ich hier Ich finde es auch geil, muss ich sagen. Gibt es bei dir nicht? Nee, Wuppertal wegen Bergischen Land halt. Ach so. Das bringt halt nichts. Der Sound ist nicht normal. Ja, wir sind... Ah ja, hier unten ist ein Leim. Und wie willst du jetzt Chat lesen und alles? Also wie willst du jetzt alles Chat lese ich gar nicht. Okay, wir machen jetzt... Okay, alles falsch, Digga. Hast du... Digga, dein Fuß ist auch... Oh, dein Fuß ist auch riesig, Digga. Dein Fuß ist einfach... Hast du eine 48? Das passt. Guck mal, wenn ich meinen Fuß... Du darfst nicht so, du musst so machen, so. Also warte. Was? Da hast du so? Nein, guck jetzt so. So musst du fahren. Okay. So, also so, du musst ein bisschen Platz sparen. Ich muss hier den hier machen. Das ist... Das soll so nicht sein. Okay, was ist das jetzt? Ich frage mich, warum das nicht legal ist, dass man das so macht. Das ist legal, Mann. Das ist legal, meine ich. Das ist krass. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein. Ist das geisteskrank? Einfach nicht. Ist das geisteskrank? Wir sind auch so unglaublich langsam, ne? Aber es kommt mir vor, als ob wir 80 km/h fahren. Hier ist eine Sackgasse, das kann nicht sein. Das ist Aura. Das ist nicht mal auch der Blurb gerade. Der Mario Kart Blurb. Warte kurz. Und da kam hast du jetzt mal geschaut, wo wir überhaupt hin müssen? Oh, das ist geisteskrank. Was ist denn jetzt passiert? Warte mal. Oh, war das witzig. Ich heule. Es kracht, es beginnt gar nichts. Hallo? Der schlimmste Start der Welt. Also wir haben es dreimal schon probiert, es hat nie so schlecht funktioniert. Ist auch immer noch wackelig. Das ist geisteskrank. Guck mal, wir haben auch richtigen Bromance-Abstand. So richtig, wir respektieren uns gegenseitig vom Ding her, weißt du? Ja, wir sind gute Freunde, aber unser Penis aber und Arsch war wirklich nicht. Ja, die haben sich dann doch noch mehr... alles gut. Schön. Was? Soll ich massieren oder so? Nee, wirklich, also ich kann... Jetzt links, glaube ich. Guten Tag, ja. Guten Tag. Auch vom guten Tag. Links jetzt. Fahrt wird gestartet. Ich liebe das Geräusch. Leim hat das geilste Geräusch. Okay. 8 € habe ich jetzt schon bezahlt. Ich habe was Falsches gebucht, glaube ich. Nein, du hast gerade Jahresticket geholt oder so. Warum habe ich denn jetzt schon wieder 8 € bezahlt? Hä? Ach Mann. Was hast du denn gebucht? Ich weiß nicht. Ich habe einfach gescannt und dann stand da bezahlen oder so. Gescannt hast du ja. So, Chat, wir können jetzt wieder nur über Text-to-Speech kommunizieren. Ich hoffe, es ist okay für euch. Siehst du meinen Blinker? Wir müssen mal ganz kurz stehen bleiben. Oh, okay. Wieso? Weil das rutscht mir hier aus der Tasche. Weil was? Das rutscht mir hier aus der Tasche. Ach so. Es macht schon Spaß, muss ich sagen. Es ist unfassbar spaßig. Es macht wirklich Spaß. Aber das Krasse ist halt nochmal... Das Krasse ist halt auch einfach... Ich bin normalerweise ultra schnell. Das Krasse ist, in New York fahren die Dinger ja 10 km/h schneller, ne? Ja, also, ja. In New York war... Wie viel sind wir gefahren? 40? Nee, 30. Warum fährst du hinter mir, wenn du den Weg eigentlich hast? Weiß ich nicht. Er gibt ja wirklich überhaupt keinen Sinn. Ich guck kurz, ob Stream noch an ist. Stream noch an. Alter. Einfach, hast du das gesehen? Da war so ein Bahnübergang einfach. Da war ein Bahnübergang, ja. Wir müssen jetzt nach... Ist rot, ne? Ja, ja. Wir müssen jetzt nach links. Ich finde ja Städte geil, die so Fahrradwege haben. Ja. Nach links müssen wir jetzt, ja? Nach links? Ja, ja. Also drüber und nach links. Ich weiß nicht, wie man hier fährt, aber... Gegenverkehr? Ist glaube ich, nicht so legal. Was ist jetzt passiert? Männers, jo, danke. Das ist wirklich nett, dass das einrichten einfach, konnte. Einfach, der eine wollte einfach weitergehen. Ja, ist auch einfach nett, dass es einrichten konnte. Nee, ist einfach nett. Das, ja. Richtig nette Jungs. Oh Gott, schön. Das Ding fällt fast raus. Ist auch wirklich starke Halterung da. Gut. Schön, dass das geklappt hat. Kuss. Tü. Ja. Fahr mal ein bisschen weiter rechts, ein Auto. Ah, haha. Was machst du jetzt? Nicht zu weit rechts, nur ein bisschen. Wir sind da. Wo, was? Da, hier links. Oh, nee. Wie, oh, nee. Das sieht so nach keine Internetverbindung Kaufland aus. Da drin? Ja. Ich wette, es geht in den Keller, oder? Weiß ich nicht. Fahrt abgeschlossen. Danke für Ihre 8 €. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, bei der Karte ist gleich alle nach der Fahrt. Ah, nee, ich habe jetzt 3,30 € bezahlt. Hä? Ja, okay, easy. Nee, aber da stimmt ja irgendwas nicht. Es wurden safe 8 € gerade eben abgebucht. Ja, schade. Ist im Keller. Dann ist machen im Keller? Wir, oh Gott. Wir machen dann entweder kurz den Stream in die Pausensequenz, Chat. Für 15 Minuten. Wir machen gleich Pausesequenz. Wir gehen einkaufen und versuchen uns zu beeilen. Wir probieren erstmal, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann Pausesequenz. Nee, aber dann, wenn ich keine Empfang habe, muss ich erst wieder raus. Ach so. Weil dann, sonst kann ich die Sequenz nicht wechseln. Okay. Aber wenn es in den Keller geht, dann hast du da keinen Empfang in der Regel. Obwohl, hast du da gar keinen Empfang? Ich geh mal kurz rein und ich guck, ob ich einen Empfang habe. Ja, okay. Bei Rewe war ja wirklich alles weg auf einmal. Ja, ja. Das war so ein Bunker.
Wir schauen mal, Chat. So, jetzt aber. Schön. Wie lange haben wir gebraucht, Chat? Haben wir 15 Minuten eingehalten? Ich kann sagen, was wir nicht eingehalten haben. Die Produkte zu kaufen. Also eventuell haben wir nichts gekauft. Weil es nichts gab. Es gab wirklich nichts. Es hat sich gar nicht gelohnt. Naja, Schüsseln. War wirklich ein originaler Reinfall. Nee, danke. Egal, wir gehen jetzt was essen, Chat. Ups. Die Frage ist dann halt auch wo, ne? Jetzt brauchen wir die Paderborner im Chat. Ja, ja. Aber die Paderborner sagen halt Berlin-Döner und das ist halt Quatsch irgendwie. Nee, das ist ja Quatsch. Jetzt ist Kamera zu. Boah, ich hab eigentlich echt keinen Bock, mich in die Sonne zu setzen. Also ja, ich würde mich so hinsetzen, ja. Vom Ding her. Würde ich auch mich sehen, eher. Ah. Boah, tut das gerade gut zu sitzen, krass. Das ist unglaublich, ne? Wenn man so 2 Stunden geht. Hast du schon probiert? Nee. Was sagt die First Impression? Ja, ist gut. Das Brot finde ich ganz gut eigentlich. Kann man machen. Ist ein bisschen wie das. Also sieht aus wie das Poldi. Hast du in Köln den Döner gegessen? Hast du den da gegessen? Ja. Und, war gut? Ja, also schon ziemlich teuer. Dankeschön. Dankeschön, ne? Mach's gut, ciao. Also schon teuer. Ja. Und ich bin halt Fan von dem klassischen Fladenbrot, was einfach dreieckig ist. Und was war da? Das ist halt so ungefähr wie das hier. Okay, also aber war, schon aber, war, so aber war schon lecker. Mhm. Also an sich, der Geschmack war halt gut. Die hören uns jetzt so nah beim Essen, ne? Die Unterhaltung hat auch nicht aufgehört gerade einfach. Weißt du, was ich meine? Die hat nicht aufgehört. Wir machen auf jeden Fall noch mehr RL-Streams. Also wir haben ja noch, also nächste Woche weiß ich nicht. Wir haben Paruka, da werde ich den Rucksack wahrscheinlich nicht mitnehmen. Wir haben dann Open Beats, das wird halt komplett geil. Da werde ich auf dem Festival die ganze Zeit rumlaufen, das wird sehr, sehr cool. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Vor allem die Rollerfahrt, die war schon ein Highlight. War schon lustig, ja. Die war schon sehr, sehr witzig. Morgen bist du jetzt wieder früh, oder? Ja, weiß ich nicht, ob ich überhaupt Stream morgen. Mal schauen. Alright, dann Grüße, macht's gut. Wir sehen uns und tschüss. Bis morgen, Chat. Tschüss.